Ein deutsches Märchen. Der Prinzessin-Prinz. Vor langer Zeit lebte ein König mit zwei Töchtern. Er war ein stark und mächtig. Doch nun hat er eine Schlacht gegen den Kaiser verloren. Vater, solche Dinge passieren. Wir werden zurückschlagen. Das können wir nicht tun. Warum nicht, Vater? Weil der Kaiser mit jedem König, den er besiegt, einen Vertrag abschließt. Dass der König oder sein Sohn für 10 Jahre der Diener des Kaisers wird. Da ich nun keinen Sohn habe, muss ich sein Diener werden. Vater, lass mich gehen! Aber du bist nicht mein Sohn. Ich kann dich nicht gehen lassen. Aber die Prinzessinnen flehten ihren Vater so sehr an, dass der König schließlich seine erste Tochter gehen ließ. Holt das beste Pferd aus den Ställen für meine Reisen. Niemand kennt das Schlachtfeld besser als sein Schlachtross. Wenn ich du wäre, würde ich Vaters treues Pferd nehmen. Oh, die alte Mähre, die Schlacht verloren hat? Nein. Die erste Tochter hatte kaum die Brücke zum Wald erreicht, die... Die Prinzessin war so erschrocken, dass sie ihr Pferd umdrehte und um ihr Leben ritt. Der König war sehr enttäuscht. Vater, bitte, lass mich gehen. Schau, was mit deiner Schwester passiert ist. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Vater, vertrau mir. So, in dem Glauben, dass auch sie wie ihre ältere Schwester zurückkehren würde, erlaubte der König seiner zweiten Tochter zu gehen. Sie suchte sich das alte Pferd ihres Vaters. Oh, liebes Pferd, du hast Vater bei einem großen Siegen und seinem großen Verlust begleitet. Das habe ich, Eure Hoheit. Es gibt nicht viele Krieger, die so mutig sind wie dein Vater. Wirst du mit mir kommen und mir mit deiner Weisheit helfen? Ach, niemand außer deinem Vater hat erkannt, dass auch Pferde Krieger sind. Du bist genauso weise. Es wird mir eine Freude sein, dich durch alle Schwierigkeiten und Prüfungen zu reiten, die dir widerfahren können. Ich danke dir. Am nächsten Tag ritt die zweite Prinzessin mit dem Pferd los. Kaum hatte sie die erste Brücke erreicht, da sah sie den riesigen Bären, der bedrohlich knurrte. Wow. Denke daran, Prinzessin. Deine größten Waffen sind dein Verstand und dein Herz. Kannst du schneller laufen als der Bär? Viel schneller. Dann werden wir Folgendes tun. Entschuldigung, lieber Bär. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Guter Anfang, Prinzessin. Wenn das der Anfang ist, dann muss der Wald voll von noch schlimmeren Wesen sein. Wir werden ja sehen. Als nächstes wurde die Prinzessin von einer Gruppe wilder Löwen angegriffen. Sie war bereit. Reite weiter. Jeder andere Krieger hätte mindestens ein oder zwei der Löwen getötet. Sie versuchen nur, ihr Heim vor Eindringlingen zu schützen und sich zu ernähren. Kein König und keine Königin darf sie dafür bestrafen. Du bist genau wie dein Vater. Edel und gutmütig.
Prinzessin, jetzt befinden wir uns im Gebiet des Drachens mit den 12 Köpfen. Und aus jedem dieser Köpfe kommt dann Feuer. Direkt auf dich zu. Zwölf Köpfe? Er wird nicht wissen, welchen Kopf er wohin drehen muss. Jetzt, wo er sich mit seinem eigenen Feuer verbrennt, reiten wir weiter. Liebe Prinzessin, ich habe gesehen, dass du so weit geritten bist, ohne ein einziges Tier oder einen Baum des Waldes zu verletzen. Nimm diese Samen und sähe sie zu den Blumen. Dir wird Gutes geschehen. Ich danke dir. Das Pferd brachte die Prinzessin zu einer Hütte im Wald. Diese Hütte gehört einem Kobold und seiner Mutter, die eine Hexe ist. Bedenke, wenn die Hexe erfährt, dass du eine Frau bist, wird sie dich zu ihrer Dienerin machen. Nimm dich in Acht. Die Prinzessin ging in die Hütte. Ja? Ich bin ein Soldat und habe mich verirrt. Können Sie mir bitte einen Platz für die Nacht geben? Die Hexe ließ sie herein, aber nach einer Weile vermutete sie, dass der Soldat eine Frau war. Sie ist eindeutig eine Frau. Eine Frau in diesem Wald? Unmöglich! Ich werde es dir beweisen. Diese Blumen verwelken, wenn sie am Bett einer Frau stehen. Also stellte die Hexe die Blumen neben das Bett der Prinzessin. Aber die Prinzessin war wachsam. In dem Moment, in dem die Hexe ging, säte die Prinzessin die Samen aus, die die Seele des Waldes ihr gegeben hatte. Mutter, ich habe dir gesagt, dass das ein Soldat ist. Das glaube ich keine Sekunde lang. Und ich werde sie einsperren. Und zu einer Dienerin machen. Na dann, viel Glück. Ich muss mich um Iljena kümmern. Jenseits der 7 Inseln. Du hast sie doch gefangen. Zwinge sie einfach, dich zu heiraten. Wenn sie bis Ende des Jahres nicht zustimmt, werde ich das auch. Was auch immer du tust, verfolge sie nicht. Denn sobald du an den See kommst, wird die Seele des Waldes dich nicht verschonen. Die Prinzessin ritt los und erreichte schließlich den Kaiser. Eure Hoheit, mein Vater, der König von Ferdimal, hat mich gemäß eurem Vertrag als euren Diener entsandt für 10 Jahre. Geh zu meinen anderen Dienern. Die Prinzessin lebte und arbeitete wie die anderen Prinzen, die vom Kaiser zu Dienern gemacht worden waren. Wie kann ein Faulpelz wie er Kriege gewinnen, vor allem gegen jemand, der so mutig ist wie mein Vater? Er zieht nicht in den Krieg. Er schickt einfach seine besten Kommandeure und uns Diener. Meine Iljena, du Liebe meines Lebens,
wer immer mir den Aufenthaltsort meiner Iljena verrät, den werde ich freilassen. Iljena? Sie wird jenseits der 7 Inseln vom Kobold gefangen halten. Oh, woher weißt du das? Ich habe auf meinen Reisen viel gelernt, Eure Hoheit. Gut, dann hole sie mir zurück. Aber sie ist die Liebe ihres Lebens. Andernfalls werde ich deine Strafe auf 20 Jahre Knechtschaft erhöhen. Die Prinzessin ging zu ihrem Pferd, um sich zu beraten. Der Kobold geht jeden Abend nach Hause. Und das ist der Zeitpunkt, an dem wir ankommen müssen. Und dann werden wir... Eure Hoheit, ich werde losziehen. Aber ich brauche 20 Schiffe mit den besten Waren eures Reiches. Die Prinzessin segelte mit den Schiffen und ihrem Pferd davon. Als sie die Insel jenseits der 7 Inseln erreichte, gab sie sich als Händler aus und nahm eine Tasche mit einer Auswahl ihrer schönsten Waren mit. Wer bist du? Ich bin ein Händler und ich erforsche verschiedene Länder, um meine Waren zu verkaufen. Hier gibt es keine Kunden für dich. Hau ab! Ups, tut mir leid. Ich werde... Geh in den Palast und triff dich mit Prinzessin Iljena. Aber, hast du seine Waren gesehen? Unser Meister, der Kobold, versucht schon seit langem, Prinzessin Iljena schwer zu beeindrucken. Vielleicht, wenn er diese kostbaren Dinge kauft, wird sie zufrieden sein. Prinzessin Iljena, hier sind meine Waren für dich. Hauen Sie ab! Ich bin hier, um dich zu retten, Prinzessin. Die Prinzessin würde gerne auf mein Schiff gehen, um den Rest anzusehen. In dem Moment, in dem Iljena das Schiff betrat, segelte die Prinzessin davon. Als der Kobold und die Soldaten davon erfuhren, waren sie wütend. Prinzessin, los komm! Geh zum See der Seele des Waldes. Jetzt hab ich dich! Willkommen in meinem Reich! Wie konntest du nur? Jetzt musst du gegen mich kämpfen. Wir werden sich um dich kümmern. Eure Hoheit, Prinzessin Iljena. Warum hat das so lang gedauert? Ha! Iljena! Oh, du bist noch so viel schöner, als mir gesagt wurde. Ich will, dass du meine Frau bist. Aber ich will dich nicht heiraten. Ich bin derjenige, der dich vor dem Kobold gerettet hat. Nicht du. Dein Diener hat mich vor dem Kobold gerettet. Frau,
Wie kannst du es wagen? Du wirst mich heiraten, weil ich es sage. Frauen tun, was Männer sagen. Sie haben kein Recht, sie zu zwingen, sie zu heiraten, selbst wenn sie sie gerettet hätten. Sie ist nicht ihre Sklavin, nur weil sie ein Mann sind. Ich werde dir Manieren beibringen. Lasst all diese Diener frei. Prinzessin Eliana wird ehrenvoll nach Hause geleitet. Und schließlich, mein Vater verdient es, Kaiser zu sein, nicht ihr. Und so wurde die Prinzessin wieder mit ihrem Vater vereint. Und in diesem Reich wurde nie wieder eine Frau als zweitrangig gegenüber einem Mann behandelt.